Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayern München am Samstag. Ich darf Tolgay Arslan begrüßen. Hallo. Neben mir Tolgay. Wie habt ihr euch in dieser Woche vorbereitet auf das Spiel gegen Bayern? Habt ihr Dienstag alle Champions League geguckt? Ja, also ich persönlich habe Champions League jetzt geguckt, aber ich denke, man muss da jetzt nicht genau ein Spiel beobachten. Ich glaube, dass die schon über eine ganze Saison lang super spielen, auch letzte Saison, da hat sich nicht viel verändert bei denen. Und ja, wir müssen so mehr auf uns gucken. Wir wissen, was deren Stärke ist. Und ja, wir müssen zusehen, dass wir eine Top-Leistung da bringen. Und ja, alles andere ist, glaube ich, erstmal ja, dann egal in dem Spiel. Wir müssen erst auf uns achten. Und wie gesagt, eine Top-Leistung bringen. Und dann werden wir sehen, was da bei rumkommt. Ja, dann darf ich um eure Fragen bitten. Tolga, hört sich gut an, Top-Leistung bringen, aber eigentlich so rechnet jeder nur noch so, wie viele ihr dann wirklich bekommt in München. Keine Angst. Nee, ich glaube, ich bin Sportler und ich habe den Beruf ausgewählt, um egal wohin zu fahren. Ich will natürlich auch was mitnehmen. Der Ehrgeiz ist da, aber ja, Bayern ist zurzeit die beste Mannschaft der Welt. Und Fakt ist, wir dürfen nicht so auftreten wie im letzten Jahr. Und ich bin auch kein Freund zu sagen, ja, man hat da eh nichts zu verlieren. Man hat da recht viel zu verlieren. In erster Linie 3 Punkte und auch die Ehre, die uns letztes Jahr da genommen worden ist. Und ja, die müssen wir dieses Jahr ein Stück zurückgewinnen. Markus? Wie spielt man denn gegen die beste Mannschaft der Welt? Ja, wie gesagt, in erster Linie konzentriert man sich auf sich und wir müssen alle Top-Leistungen bringen, um da was zu holen. Und wir müssen aggressiv dagegenhalten und dass sie von der Qualität her und dass sie uns da überlegen sind, müssen wir nicht alle, also da gibt es keine 2 Meinungen. Und ja, wir müssen dagegenhalten und wir müssen uns in so einem Spiel auch entwickeln. Und ja, das wird in erster Linie ganz wichtig sein. Also auch nicht viel jetzt über die Bayern reden. Jeder weiß, was deren Stärke ist und von daher in erster Linie auf uns selber achten. Die schienen ja unverwundbar zu sein, haben ja immer, wurden ja gezählt, wie viele Spiele gewonnen wurden etc. Jetzt haben sie verloren in der Champions League. Sie sind also verwundbar und menschlich. Ist es denn für euch, nimmt man da irgendwas daraus mit, macht das einen stärker oder hat man vielleicht sogar die Befürchtung, dass die jetzt erst richtig gallig sind und nochmal zeigen wollen, dass sie doch überirdisch sind? Ja, also beide Seiten irgendwie. Und wir sehen natürlich, dass sie verwundbar sind. Und dass City da auch 3 Tore geschossen hat, nach 2-0-Führung haben die Bayern das noch hergegeben. Ist natürlich wichtig für uns, dass man sowas sieht, dass die auch verwundbar sind, weil es hat so den Eindruck gemacht, dass niemand die schlagen kann. Das haben wir jetzt gesehen, dass es doch so ist. Aber Fakt ist natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie 2 Spiele hintereinander verlieren, ist natürlich noch geringer, als dass sie ein Spiel verlieren. Und von daher würde ich sagen, dass es ein bisschen schwerer wird für uns, dass sie die ersten Minuten natürlich Vollgas geben werden und da müssen wir einfach gegenhalten. Barbara? Tolga, wenn man Angst hat, dann pfeift man im Wald, sagt man so, ne? Wie ist es bei euch? Pfeift ihr den Katakomben dann in München oder wie macht ihr das? Also pfeifen werde ich nicht, kann ich jetzt schon sagen. Ich freue mich so von persönlich, ich freue mich auf das Spiel. Ist natürlich was Geiles, wenn man gegen Top-Spieler spielen kann. Wie gesagt, man kann sich in so einem Spiel selber weiterentwickeln und man kann sich dann auch mit den Besten messen. Und ja, das, wie gesagt, das Spiel dauert 90 Minuten und da hat man Zeit, ja, einiges gut zu machen. Und ich glaube, jeder Zweikampf, den man dann gewinnt oder jede Ballpassage, die man dann macht, das gibt Selbstvertrauen in so einem Spiel. Und ja, wir brauchen unheimlich viel Selbstvertrauen für das Spiel. Die HSV-Bilanz in München ist ja echt übel, wenn man sich das so anguckt, 20-2 Tore. Mit was für einem Gefühl fällt man dann dahin? Ja, wie gesagt, also wir dürfen auf jeden Fall nicht so auftreten wie im letzten Jahr. Und ja, wir haben dieses Jahr einen neuen Trainer, der sehr viel auf Disziplin und Ordnung Wert legt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, er wird das auch nicht zulassen, dass wir da so auftreten wie in den letzten Jahren. Und ja, ist schwierig so. Wir haben da 3 Klatschen gekriegt jetzt die letzten 3 Jahre, muss man ehrlich sagen. Und ja, wir müssen einfach alles
alles dafür tun, dass es halt nicht nochmal der Fall wird. Weitere Fragen? Einmal das Mikro bitte. Ihr habt in den letzten Wochen relativ viele Gegentore bekommen nach einfachen Fehlern im Spielaufbau. Wie arbeitet ihr da im Training dran, die abzustellen, gerade jetzt vor diesem Spiel gegen Bayern? Ja, ich glaube, man muss auch weiterhin die Bälle spielen und im Training weiterhin das Passspiel verbessern. Und gegen Bayern muss man sich auch trauen, dann auch Fußball zu spielen und sich auch trauen, die Bälle in die Mitte zu spielen. Wir wissen natürlich, wenn wir sie da verlieren, dann ist da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch viel größer als bei anderen Spielen, dass der Ball im Netz zappelt. Und deswegen müssen wir da sehr konzentriert sein und aber auch nicht jeden Ball nach vorne schlagen, weil dann werden wir auch keine Entlastung haben. Wir müssen mutig sein und wir müssen uns trauen, Fußball zu spielen. Und ja, dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Ja, Rafa ist zurück diese Woche. Wie war es mit ihm im Training? Musstet ihr ihn aufbauen? Konntet ihr ihn ablenken? Und wie wichtig ist er für euer Spiel, dass er jetzt wieder dabei ist? Ja, das Rafa ist natürlich unheimlich wichtig. Er kann das Spiel unheimlich gut lesen und weiß, wann er so das Tempo rausnimmt und wann er uns auch pusht im Spiel. Und wenn er auch im Spiel was sagt, da hört auch jeder zu. Und für ihn ist es, hat er selber auch schon gesagt, eine Ablenkung. Und das tut ihm, glaube ich, gut, mal ein bisschen von zu Hause dann noch ein paar Stunden wegzukommen. Und ja, er kann jederzeit natürlich zu uns, wenn er da Redebedarf hat. Aber Herr Rafa ist alt genug. Also ich glaube nicht, dass er dann zu so einem jungen Kerl wie mir dann kommt und einen Ratschlag sucht. Ich habe das ein oder andere Gespräch mit dem geführt diese Woche. Und ich verstehe mich super mit Rafa. Und ja, wie gesagt, wenn er da was hat, kann er gerne kommen. Aber Rafa ist alt genug und ich bin da noch so ein kleiner Junge. Weitere Fragen? Anscheinend nicht. Dann vielen Dank, Tolgay. Und wir haben gleich noch den Trainer hier. Zweiter Teil. Es geht weiter. Ich darf Bert van Marwijk begrüßen. Eine Frage zum Anfang. Wie hast du die Mannschaft bislang auf das Spiel gegen Bayern vorbereitet und kannst du einmal einen kurzen Stand vom Personal geben, wer gegen Bayern dabei sein kann und wer nicht? Ja, wir haben sehr gut trainiert diese Woche und werden heute auch sehr gut trainieren, aber das war vorige Woche auch. Also ein Garantie gibt das nie. Und ich ärgere mich immer noch darüber. Über den Training kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Die Spieler, die nicht dabei sind, ist René Adler ist verletzt. Sprunggelenk, wird nicht spielen. Heiko Weismann wissen wir alle. Ivo Ilišević ist auch nicht dabei. Der hat tragische Familienumstände. Ja, und Maxi ist gesperrt. Und dann haben wir natürlich noch die Spieler, die lang verletzt sind. Das ist die Situation. Gut, da gibt es bestimmt eine Menge Fragen. Ich fange einmal mit Thorsten an. Einmal das Mikro bitte. Wenn man das so hört, Herr von Marwijk, dann hört sich das ernst an. Was? Die Lage, die Sie gerade beschrieben haben. Naja, wenn Spieler verletzt sind oder gesperrt, das kann ich nicht ändern. Aber wenn wir ein Spiel verlieren, wobei eigentlich 10 Spieler weit unter dem Niveau spielen, das habe ich noch nie erlebt und ich habe das Gefühl, dass es eine mentale Sache ist und etwas, was von allen hier fast akzeptiert wird. Und ich kann das nicht akzeptieren. Ich werde auch keine Ruhe haben, bevor ich da auf eine Lösung finde. Aber die Zufriedenheit hier, das fängt langsam an, mich richtig zu irritieren. Wenn ich schon nach dem Spiel höre, Trainer, haben wir schon vorher gesagt, das passiert, wenn man dreimal gut spielt hintereinander und gewinnt zweimal und einmal unentschieden, dann kommt das Spiel. Ja. So, es wird so gesagt, als ob es so schon eingewürzelt ist, dass es akzeptiert wird. Ja, ich kann das nicht akzeptieren. Einmal da hinten bitte. Er sieht allerhande kleine Sachen und die kleinen Sachen werden am Ende wird als eine große Sache. Und
dass ich bin hier noch fast kein 3 Monaten. Also ich sehe jeden Tag neue Sachen und auch Sachen, die mich ganz gut gefallen, aber auch Sachen, die mir nicht gefallen. Und ich habe schon Sachen geändert und ich will noch, denke ich, noch mehr ändern. Hat auch mit Disziplin zu tun. Also das wird noch mehr, noch wichtiger werden. Einmal die Frage. Herr van Marwijk, was genau muss ich im Vergleich zum Augsburg-Spiel, was muss der HSV ändern im Vergleich zum Augsburg-Spiel? Damit alles. Noch eine zweite Frage. Wissen Sie schon, wer den gelb gesperrten Beister ersetzen wird? Das weiß ich auch, ja. Namen wollen Sie nicht verraten? Das ist das erste Mal, dass Sie hier sind beim Pressekonferenz. Ja, schon ein drittes Mal, aber so. Normalerweise eher bei Pauli. Da haben Sie zweimal nicht gut aufgepasst, denke ich. Für mich ist nicht die erste Pressekonferenz, ich probiere es aber trotzdem. René Adler fällt aus, dass dann Jaroslav Dropny ins Tor kommt, das können Sie verraten, oder? Das stimmt, ja. Okay. Der hat diese Saison noch kein Pflichtspiel gemacht. Ist das ein Problem für einen Torhüter oder trauen Sie ihm zu gleich auf 100% Spiel- oder Wettkampfpraxis? Nein, ich glaube, das kann fast in Deutschland nicht anders. In Holland haben wir ein anderes System, kann den Torwart öfter auch bei den Amateuren spielen. Aber das ist so, das kann ich auch nicht ändern. Ist nicht optimal, aber er ist Nummer 2. Also wenn etwas mit Nummer 1 passiert, dann spielt er Nummer 2. Markus. Herr van Marwijk, täuscht mich der Eindruck, oder also ist ja schon ein bisschen vergangen nach dem letzten Spiel, Sie wirken noch sehr angefasst, ne? Und Sie wirken so ein bisschen ärgerlich. Täuscht das? Ja. Täuscht? Ja, ich höre jeden Tag Sachen, die wovon ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Würden Sie ein paar, also... Nein, das okay, kommen wir dann zum zu Spiel. Weit. Okay, gut, kommen wir zum Spiel zurück. Bayern ist doch verwundbar. Sie haben verloren. Keiner hat es geglaubt, wirklich, dass sie Spiele verlieren können. Macht das jetzt Bayern gefährlicher? Oder Tolga Aslan hat eben gerade gesagt, so, vielleicht ist das ja gar nicht so gut. Ja, ich habe auch schon vor das Spiel gedacht, die gewinnen so viel, das hört einmal auf. Und das ist diese Woche, hat das aufgehört. Also wie reagieren die? Ich denke, die sind sehr professionell und können da gut mit umgehen. Also es ist eine der besten, vielleicht die beste Mannschaft auf der Welt im Moment und die werden nicht durcheinander sein nach einer Niederlage. Aber ich finde, ich bin noch nie zu einem Spiel gefahren, vorher schon, dass ich denke, was gehen wir heute verlieren und mit wie viel. Noch nie, will ich auch nie tun. Dann höre ich auf mit diesem Beruf. Also wir gehen auch dahin, um etwas zu holen. Und heute haben wir gesehen, dass es möglich ist. Kai, bitte. Ich weiß ja, dass Sie die Aufstellung nicht verraten wollen, aber können Sie schon sagen, ob Sie sich schon entschieden haben, wer rechts hinten spielt, also Maike Mancian oder Thomas Rincon? Und wie muss man eigentlich, egal wer da jetzt spielt, gegen den wahrscheinlich besten Spieler der Welt gerade verteidigen? Ja, wenn ich da eine Lösung für hätte, wäre das auch ganz einfach. Aber was Sie da vorher sagen, ja, das stimmt. Nur normalerweise muss Sigi Lahm das auch können, er hat auch da mal gespielt. Aber der ist gerade wieder fit. Aber es kann gut sein, dass ich ihn trotzdem mitnehme. Aber das sind die Möglichkeiten. Ich glaube, man muss nicht versuchen, all die Qualitäten von Bayern persönlich zu attackieren. Denn dann beschäftigt man sich viel zu viel mit den Gegnern. Viel Respekt, wir wissen alle, wie gut die sind. Kleinigkeiten können helfen, aber wir müssen auch selbst Fußball spielen. Und das ist in meinen Augen auch die Lösung. Wenn man da alles gut macht, aber man hat keinen Mut, um selbst den Ball zu haben und selbst etwas zu tun, dann brauchen wir nicht hinzufahren. Das heißt, dass die Entscheidung noch nicht getroffen ist, egal jetzt wer hinten rechts spielt. Nein, aber auch wenn er getroffen ist, will ich das jetzt nicht sagen. Ab und zu mache ich eine Ausnahme mit Dropny. Aber das ist ganz deutlich, denke ich.
Noch mal eine kurze Nachfrage zu René Adler. Wie schwer wiegt der Verlust, dass er nun nicht mit dabei ist? Und können Sie ausschließen, dass er über das Spiel hinaus noch weiter fehlt? Das weiß ich nicht, wie schwer. Denn das sind auch von den Sachen, da denke ich nicht über nach, denn das kann ich nicht ändern. Drobnjak macht einen guten Eindruck auf dem Training. Und sehr ehrgeizig und ist auch ein Typ, der ausstrahlt, dass er als ein Gewinner, also es ist so, als es ist. Es ist so, wie es ist. Wenn René langfristig ausfällt, dann wird Drobnjak auch etwas langfristiger spielen, denke ich. Also wir können noch nicht absehen, wie lange er ausfällt. Thorsten. 05, 06, 29, das sind so die letzten Ergebnisse, die man aus München so mitgebracht hat. Haben Sie das irgendwie im Hinterkopf oder ist es für Sie? Nein, dann bin ich auch nicht mehr natürlich, wenn ich das mitnehme. Das akzeptiere ich. Ich will das auch nicht akzeptieren. Ich will das auch nicht. Bitte? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht so gern nach dem Gegner sich richten möchten und nicht danach schauen möchten. Trainer vor Ihnen, die jetzt gegen Bayern gespielt haben, und das machen Sie wahrscheinlich auch, werden sich ja trotzdem mit den Schwächen der Bayern irgendwie beschäftigen, um sie knacken zu können. Haben Sie denn in Ihrer Analyse Schwächen finden können bei Bayern eigentlich? Also die Trainer vor Ihnen, Robin Dutt, der ja böse unter die Räder gekommen ist, hat keine gefunden, Thorsten Lieberknecht auch nicht. Haben Sie welche gefunden? Aber ich denke, die haben vielleicht auch die Schwächen gefunden. Aber wenn die Spieler auf dem Platz das nicht lösen können, das ist etwas anders. Aber viele Schwächen haben die natürlich nicht. Aber kein Mensch ist jedes Mal 100% top. Also wir versuchen auch etwas zu finden. Simon. Nach allem, was Sie an kritischen Dingen gesagt haben, scheinen Sie ja der Meinung zu sein, dass hier grundsätzlich irgendwas nicht richtig läuft. Es scheint ja eine Frage der Mentalität zu sein. Wie schnell kann man sowas überhaupt ändern? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht alles, denke ich. Aber wenn nach dem Spiel drei Journalisten und noch mehr Leute gegen mich sagen, ja, Trainer, das ist normal, was hier passiert. Das passiert schon so lange. Und ich habe das Gefühl, dass alle das akzeptieren, dass eingeschlafen sind, dass es normal ist. Aber das, in meinen Augen ist das nicht normal. Und es ist nicht einfach, um das zu hinterholen, wie sagt man das, hinterfragen, wie das kommt. Darum sage ich, ich lerne jeden Tag diesen Verein besser kennen und auch die Leute, womit ich arbeite. Weitere Fragen? Keine mehr, dann vielen Dank, Bert von Marwijk, und dann ein gutes Spiel.